بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. Was ist توحيد الألوهية؟ Was ist توحيد؟ Die Bestätigung der Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in der Anbetung. Und zwar, das ist die Bestätigung der Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in allen gottesdienstlichen Handlungen, äußerlich, innerlich, wörtlich und Wort und Tat. Und Verneinung der Anbetung von allem anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Isra, Ayah 23, وَقَضَى رَبُّكَ, dein Herr hat beschlossen, أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, dass ihr nur Allah allein einzig anbetet. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Nisa 36, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, dient Allah oder betet Allah an und ihr dürft nicht neben ihm beigesellen. Und Allah sagt, إِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَّا, ich bin Allah. Es gibt keinen anderen Anbetungswürdigen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Betet mich an oder diene mir. Und أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, das bedeutet, mach das Bittgebet und bete für meine Erwähnung. Es gibt andere Ayat. Was ist gegen Tawhid al-Uluhiyya? Die Frage 45. Das ist Al-Shirk. Al-Shirk, es gibt zwei Arten von Shirk. Große Shirk, was den ganzen Tawhid vernichtet, und kleine Shirk, was die Vollkommenheit des Tawhides, sage ich jetzt, was die Vollkommenheit des Tawhides vernichtet. Das bedeutet, es gibt Tawhid, aber das ist nicht vollkommen. Aber bei Shirk Akbar, der große Shirk, Tawhid ist weg. Alles. Bei dem zweiten, bei dem kleinen Shirk, Tawhid ist da. Und deshalb lerne ich das, Barakallahu fik, Jazakallahu khair. Tawhid al-Uluhiyya ist, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala allein und einzig anbeten, indem wir unsere Wörter, Taten, innerlich, äußerlich, an Allah subhanahu wa ta'ala richten, subhanahu wa ta'ala. Deshalb man sagt, Bestätigung der Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala mit unseren Handlungen, das ist Tawhid al-Uluhiyya. Und dagegen ist Ash-Shirk. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.